der potenziell unsere Minmus-Basis ausscouten kann. Das wäre der Plan. Jetzt müssen wir den natürlich nur noch irgendwie absetzen. Aber vorher genau fahren wir ihn mal einmal. Wie man das so hinbekommt. So. Raus damit. 44.000 für so einen kleinen Rover. Das ist aber ein teures Auto. Schleift die Antenne nicht auf den Boden, das werden wir gleich sehen. Also wenn sie eingeklappt ist, dann besteht vielleicht die Chance, wobei er hier auf Körben deutlich mehr in die Federung eindippen wird, als das auf Minmus nachher der Fall ist. Aber selbst hier ist sie schon safe. So, Extend Antenna. Bing. Licht an. Bing. So, dann können wir mal losfahren, würde ich sagen. Warte mal. Ist genau falsch rum. What? Das ist ja witzig. Ich glaube. Ist ja. What? Inverted, bitte. Ist genau falsch rum, witzigerweise. Also die Vorwärts-Rückwärts-Richtung passt. Danke, dass du ihn mit inverted hast. So, jetzt ist Linkslenken auch Linkslenken. Sehr schön. Kann ich mal prüfen, ob die Solarpanels blockiert sind? Ja, von Körben. Weil nachts. Diet, diet. Diet. Und das hier ist blockiert von Körben. Also alles gut. Die kriegen potenziell Strom. Ach, guck mal, der blinkt vorne sogar. Es ist so putzig. Er überschlägt sich auch nicht, wenn er am Berg runterfährt. Hui, fährt relativ gut. Ist relativ okay. Hat auch einen guten Stromspeicher, sodass er mal eine Weile durchhält, wenn es dunkel ist. Ah, und überall diese blinkenden Lichter, das ist so putzig. Ja, so schön. So, wir können wahrscheinlich sogar die Äuglein noch ein wenig nach außen drehen. Also wir haben immer noch eine sehr hohe überlappende Fläche an Licht. Da geht noch ein bisschen was. Aber ansonsten, genau, müssen wir noch mal gucken. Jetzt mal kurze harte Bremse. Ach, guck mal, selbst ihn wirklich hart links einzulenken bei hoher Geschwindigkeit ist relativ okay. Stimmt, ich muss bremsen. Und dann kann ich ihn recovern. So, das sieht ganz gut aus. Jetzt machen wir noch, genau, Positionslampen schaden ja nicht. Ich schicke Kamera. Ich glaube, ich habe keine Kamera. Ich muss mal gucken. Aber ich glaube, sowas Abgefahrenes habe ich noch nicht. Eine Warnlampe brauchen wir jetzt nicht gleich. Ich hatte eher so an Positionslichter gedacht, weil die ist echt ein bisschen overdone. Da ist wieder der ganze Minmus-Orange danach. Lasst mich mal gucken. Lasset mich mal gucken. Kurze gedankliche Ladepause. Und dann schauen wir mal. So, ich hatte gedacht, man könnte sowas machen wie Positions, Position Lights. Ne, unter Light waren die irgendwo. Da sind sie. Indicator Lights. Indicator Lights heißen sie. Zack. Nämlich zu sagen, wir machen. Und zwei Stück. Wie ich feststellen muss, ist das hier nicht ganz symmetrisch gebaut worden. Ich bin ein bisschen entsetzt. Dann machen wir es so. So, zack. Rot. Mode. Nö, muss nicht. On. Ja, aber ich hätte gern rot, hatte ich gerade gesagt. So, Rücklichter sind erstmal versteckt. Und wenn man die Antenne dann aufklappt, haben wir sogar Bremslichter hinten, dass man hinten sieht, dass da gebremst werden kann. So, zack. Rotate.
Bisschen auseinander. Was? Mode off Farbe weg, sonst sind sie ja immer an. Das ist ein Argument, aber eigentlich sollen die auch immer an sein. So sind sie auch gar nicht schlecht von der Größe her. So. Schwupp, schön hinterm Deckel verschwunden und wenn man den Deckel aufmacht, haben wir Rücklichter. So. Licht passt. Scanner passt, bla passt, eigentlich passt alles. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch eine Landemöglichkeit schaffen. Das wird jetzt natürlich schwierig, die sauber anzusetzen. Denn wir haben schon irgendwas Kleines. Nicht wirklich, ne? Nicht so richtig wirklich. Ich weiß nicht, ob ein Dockingport am Solarpanel eine gute Idee ist vom Zug, von der Zugkraft her. Fast. Aber man könnte es größer skalieren. Dann einfach rausfahren. Aber das, also ich weiß, dass das nicht funktioniert, deshalb machen wir das nicht. Dinge, die lose in irgendwas drum liegen, die gehen dann immer kaputt. So, die Frage ist jetzt, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wir könnten natürlich. Passt mal auf. Könnten natürlich mal was ganz anderes machen. Also die klassische Antwort wäre jetzt, ich habe eine Kamera zum Anbauen. Die klassische Antwort wäre jetzt ein Skycrane, aber ich überlege gerade, ob man das nicht anders hinbekommt. Indem man nämlich sagt, wir machen hier. Tatsächlich eine Landeplattform drunter. Ich guck noch mal wegen der Kamera. Es ist ja ein durchaus. Valider Einwand. Wahrscheinlich macht die hier dann mehr Sinn. So, Kamera. So. Na, Platz ist nicht so wirklich viel mehr. So, was ich jetzt überlegt habe, ist, wir könnten doch einfach mal sagen, dass wir uns einen kleinen Lander bauen. Also einfach mal, um das nicht immer nur das Skycrane-Konzept zu machen, sondern ein Konzept, nachdem wir eine kleine Landeplattform haben, die, naja, landet. Was soll ich jetzt groß zu sagen? Die landet halt. So landenmäßig. Zack. Ja, das ist. Das kann man aber scalen, ne? Zack. Ah, das ist auch zu viel. Das ist wahrscheinlich zu viel. Eher so. Zack. Mit einem kleinen Triebwerk drunter. Also wirklich klein.
Ja, das teste ich gleich, ob das funktioniert für die Rede. Das teste ich gleich, keine Sorge. Ich werde nicht einfach so losfliegen, versprochen. Sehr gut, das tut. Okay, dann kann man das ja auch beidseitig so ansetzen. Cool, das ist doch schon mal gut. Und dann nehmen wir die Dinger nochmal und packen die auch hier ran. Ne, das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Okay, dann einmal auf jeden Fall ohne Sync hier. Das wird nicht funktionieren ohne ein SRS. Zack. Wie gesagt, wir testen das gleich einmal, ob das funktioniert, was ich mir gerade ausdenke. Aber ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hin oder ihr könnt schon ahnen, worauf ich hinaus will. Hoffe ich zumindest. Es sollte zumindest langsam erkennbar sein. Jetzt rotieren wir das Ding zu einer angenehmen Laderampe runter, die man runterfahren kann. Zack. Das ist jetzt zwar nicht die coolste Landeeinheit ever, aber ich glaube für Minmus. Haha! 10,4 Trust Rate. Locker. Locker. Das können wir noch verschalen, das Teil. Okay, dann machen wir das aber auch symmetrisch, sonst wird es scheiße zu fliegen. Infernal Robotics habe ich nicht installiert, von daher fällt Infernal Robotics auch flach. So. Ist ein bisschen steil, ne? Aber wir müssen jetzt mal testen. Es darf natürlich auch nicht zu breit werden. Wir müssen es ja noch irgendwie nachher einbacken können. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Oder ob der sich der hemmungslosen Selbstzerstörung hingibt, wenn er da runterfahren soll. Aber theoretisch soll es hinhauen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ist eine Oberfläche. Außer es stresst die Räder zu sehr, dass sie jetzt so gedrückt werden. Ist schon mal nicht direkt explodiert. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. So, jetzt machen wir auch gleich nochmal Farbkontrolle. Sehr gut. Rücklicht, check. So, die Idee war jetzt, dass man sagt, also da vorher die Handbremse anziehen. Wenn ich das hier löse, pop, bin ich frei. Hoffentlich. Jawohl. Ist natürlich jetzt wieder doof mit meinen. Ja, das muss ich unbedingt noch im Fab umstellen. Zack. Zack. Jetzt ganz vorsichtig hier
Das Lenken klappt nicht so gut. Tadum. Ja. Schade eigentlich. Verdammt. Weep, 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 Hilfe. Okay, ist noch nicht perfekt. Irgendwie hat er ein bisschen gedriftet. Wie kriegen wir den da raus? Wie kriegen wir den da raus, sinnvoll? Ja, ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob die Rampe überhaupt gehalten hat. Also auf jeden Fall schon mal eine Erkenntnis ist, dass wir das Invertieren der Lenkung schon mal machen können. Sonst haben wir das jedes Mal wieder vor uns. Zack. Zack. So. Ist auch sehr plump, ne? Ist halt ein bisschen zu hoch. Das muss man noch irgendwie schlauer geengineert bekommen, oder? Muss ich die Rampe noch hochkommen? Vielleicht. Das sagt er mir dann schon, wenn ich wieder raus will. Das muss man irgendwie schlauer hinbekommen. Überleg nur gerade wie. Also ich glaube, der Panel-Ansatz ist schon mal nicht schlecht, aber haben wir schon kleinere Fuel-Tanks irgendwie? Diese kleinen güldenen? Nee, ne? Luftkissen wäre natürlich auch witzig, aber ich glaube nicht. Ne. Ich glaube, die kommen auch erst später. So inflatable irgendwas. Inflatable? Wie groß sind die? Ich verstehe. Das wäre natürlich auch gar nicht so doof. Einfach zu sagen, wir machen Airbags ran. Könnten das Ding nämlich dann einfach abwerfen. Der Gedanke ist tatsächlich gar nicht schlecht, einfach eine Box zu machen. Also es fährt quasi aus der anderen Richtung aufzuzäumen. Und die Box packen wir mit Airbags voll und werfen sie dann einfach ab. Das kann man auch hervorragend testen, indem wir sie hier abwerfen. R und 2 und einhaken. So. Das war schon einmal eine blöde Idee. Wann war denn das schon eine blöde Idee? Ich finde das eine super Idee. Josef, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Quironauten. So. Machen wir hinten noch einen Deckel ran, dass wir nicht rückwärts rausrollen. Nach vorne lassen wir es einfach offen, glaube ich. Oh, damn. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich hier
das Ding. Warte mal. Das Ding ist doch quasi die ganze Box. Gut, wenn man den Rover nicht nach vorne schieben kann, kann man aber die Box nach hinten schieben. So. Dann steckt der schon mal nicht fest. Ach, wartet mal, aber ich habe dann keine... Ich bin der STG, vielen lieben Dank für dein Follow und so nochmal überlegen, die Box braucht dann aber wahrscheinlich eine Antenne. So. 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 Das müssen wir weich lassen. Also man könnte ja quasi dann sagen, man macht das so. Zack. Passt das? Nach innen? Nee, ne? Jetzt kriege ich natürlich die... Jetzt kriege ich natürlich die Teile. Die Airbags nach innen geschlagen. Ja, die Laser ist leider gerade nicht da, um mir das zu beantworten. Ich muss das selber rausfinden, wie man sowas macht. Aber ganz ehrlich, das kann man aber auch mit Landebeinen machen, ne? Wenn ich jetzt einfach sage, ich will die Dinger hier anlanden und das möglichst flach. Eine Katze unten dran, dass sie aufrecht steht nach dem Fall. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich mag, wie du denkst. Und dann obendrauf noch ein Butterbrot mit der Butter nach unten. Einfach um sicher zu gehen. So. Was wäre denn, wenn wir die Box so machen? Dann können wir hier unten nämlich noch unser Command and Control Module ranmachen, um sicher zu gehen. Denn die Beinchen haben eine Impact Tolerance von immerhin 10 Metern pro Sekunde. Das ist auf Minmus eine ganze Menge. Und wir können dann einfach sagen, wir machen hier vorne wieder, wie gesagt, unsere Rampe ran. Aber die Rampe ist diesmal sehr viel flacher. Müssen wir hier keine experimentelle Airbag-Technologie verwenden. So. Zack. Und dann wird das Ganze so ein bisschen runter rotiert. Dann haben wir eine viel, viel weniger steile Rampe. Zack. Die wir runterfahren können. So, wie gesagt, Test kommt gleich noch. Ob das überhaupt funktioniert, was ich mir da ausgesponnen habe. Zack. Und das Ganze braucht mit großer Wahrscheinlichkeit
in irgendeiner Form ein bisschen Strom zumindest. Zack. Warum brauchen wir ein bisschen Strom? Das erkläre ich euch natürlich auch gleich noch, denn wir sollten irgendwie gucken, dass diese Box hier so eine Art Relay-Station wird, sonst sind wir echt am Arsch. Und können wir eigentlich mal komplett machen, oder? Wenn man es eh schon tut, können wir auch mal sagen, hier, Relay-Antenne. Wenn wir schon Relay-Antennen haben. Oder wir treiben es gleich richtig. So. Zack. Kennt ihr das, wenn man sich manchmal einfach in so Sachen verliert? Ich wollte nur schnell einen Rover dahin schicken. Ja, aber du könntest ja noch. So. Dann machen wir hier noch eine 500 Kilometer rundum. Man kann das weiterleiten, Antenne ran. So. Wie willst du die Rampe dann ausfahren? Gar nicht. Die Rampe ist einfach ausgefahren. Ja, Duna heute. Hallo, wir sind nach Duna losgeflogen. Ich habe nie gesagt, dass wir da heute ankommen. Wir sind losgeflogen. Alles gut. So, Space UPS, check. Jetzt testen wir erstmal, ob das überhaupt funktioniert mit dem Rausfahren. So. Oder ob das einfach alles wild explodiert. Das wäre lustig. Also nicht das mit dem Explodieren. Das wäre witzig, wenn das funktioniert. Wenn wir tatsächlich auf Minmus so eine kleine Box absetzen. Mit einer kleinen Rampe, wo dann so ein Rover rausgefahren kommt. Das wäre einfach super cool. Einfach nur, weil es geht. Ist natürlich super schade, dass wir nichts so scharniermäßiges haben. Ah, ich muss. Gibt es schon eine aktuelle Version von Infernal Robotics? Ich habe es damals nämlich nur nicht mit reingenommen, weil es damals keine Version gab. Infernal Robotics ist potenziell geupgradet. Das wäre natürlich fast wert, die Mission zu verschieben, weil wir dann tatsächlich so aufklappen können. Oh, das wäre noch viel besser. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob es überhaupt funktioniert. So, jetzt erstmal gucken. Lenken ist diesmal. Ja, okay, alles klar. So. Decouple Node. Bonk. Ist schon mal nichts Schlimmes passiert. Licht an! Und wir fahren ganz vorsichtig raus. Oh. Wie cool. Guck mal, wie das funktioniert. Wie geil das funktioniert. Handbremse. Oh. Ich habe gerade ein bisschen die Kontrolle verloren. Was jetzt passiert? Ah. Irgendwie, die Federung macht komische Sachen. Zack. Sehr schön. Extend-Antenne. Kamera. Ja, ich habe keine Ahnung, was man mit der Kamera machen kann. Ich habe überhaupt keinen Kameramod installiert, glaube ich. Also, da ist eine Kamera drin. Yay. Bin mir noch nicht sicher. Ich kann die nicht activaten. Ich glaube, ich habe keine Kamera. Nicht, dass ich wüsste, dass ich Kameramods habe. Keine funktionierenden. So. Cool. Das sieht doch alles gar nicht schlecht aus. Und da steht unsere Relay-Box. Ich glaube, können wir so lassen, oder? Damit kann man doch arbeiten. Ach, guck mal. Wer hat denn hier noch keinen Surface Hydrogen Scan gemacht und keinen Seismic Scan auf der Oberfläche? Das wird doch wohl nicht ich gewesen sein. So, einmal die Rampe hochspringen hier. Ah, ist ja verrückt. Guck mal, was man hier alles noch an Wissenschaftspunkten abfackeln kann. Ich glaube, ich habe meinen Strom aufgefressen. Okay. Shit. Gut, der wird irgendwann anhalten. Spätestens, wenn er gegen die FAP donnert.
Das war jetzt dumm. Das gebe ich zu, das war ein bisschen dumm. Also von mir. Ich sag's ja ganz offen. Klar, war natürlich klar, dass das irgendwie Strom verbraucht, wenn man die Sachen die ganze Zeit rausschickt. Aber kommen wir zu den wichtigen Parts. Also ich warte jetzt noch kurz, dass ich es recovern kann, weil das sind echt 50.000 fast. Das würde ich schon gerne recovern. Kommen wir zu den wichtigen Sachen. Die Boxnummer funktioniert. Und damit können wir dann eigentlich arbeiten. Das heißt, wir packen da jetzt oben Skycrane ran. Ach, das ist gar kein Loch. Das sah immer so aus. Ich hätte immer gedacht, dass das irgendwie so ein Kanal ist oder sowas. Scheint aber nicht. Sieht wohl nur optisch so aus. Ja, ich kann noch nicht recovern. Und ich möchte ihn nicht zerstören. Ja, also auf Minmus wäre es nicht schlimm. Es wäre nur gut, wenn ich vorher die Handbremse eingelegt hätte. Auf Minmus wäre es halt kacke, wenn der irgendeinen Berg runterrollt und dann irgendwann sich überschlägt und kaputt ist. Auch sehr seitenstabil, muss ich sagen. Also Elchtest ungewollt auch bestanden scheinbar. Jetzt mal schwierig. Oh, jetzt fahren wir mal mit. Mal gucken, was passiert, wenn so ein Rover mit 4 Metern pro Sekunde frontal gegen eine Wand fährt. Heute ist euer Tag, um es herauszufinden. Heute wird wissenschaftliche Geschichte geschrieben. Rover versus Vertical Assembly Building. Tür. Was wird passieren? Dum 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 dum. Bock. Wie wir sehen, passiert nichts. Oh, bitte nicht, oder? Halt einfach an. Wir können jetzt nicht einfach zurückrollen. Ehrlich nicht. Ich mach mal einen Zeitraffer an, um zu gucken. Oh, oh. Seht ihr, deshalb macht man nicht Physik-Zeitraffer mit Rovern. Ach, Gott sei Dank. 0,1 Meter zählt als steht still. So, gut, also Rover in a Box funktioniert. Dann müssen wir jetzt Rover in a Box nur noch abliefern gehen.